Jetzt müsste das doch theoretisch eigentlich hinhauen. Ach, wir haben doch immer noch zwei Räume, in die wir gar nicht rein können. Warte, da ist was. Oder ist es einfach nur das hier? Nee, ist tatsächlich irgendwo was. Au! Ach, ey, diese scheiß Geister, Alter. Mann, liebe ich ein gutes Hin und Her. Ich meine, ich finde es schön, wie sie es zumindest realisiert haben, dass dieser Raum einfach super lästig ist. Ey, wirklich? Oh, das ist doch nicht euer scheiß Ernst hier gerade. Wirklich? So, gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Okay, ich bin offiziell wieder überfragt. Habe ich irgendwo eine Tür, die ich aufmachen kann? Habe ich sogar. Warum bin ich dann da unten und nicht da oben? Oh Gott, lass mich doch einfach nur zur Tür. Dieses Spiel braucht einfach ein Fast-Traveling-System. System, whatever. Und ich glaube, mit diesen Spiegeln, die man hat, kommt man auch immer nur in die Haupthalle zurück, ne? Da kann man nicht mit irgendwie frei durch die Villa irgendwie düsen. Weil das wäre mal ein Feature gewesen, was jetzt echt richtig praktisch gewesen wäre. Mich würde jetzt auch immer echt interessieren, wie viel Zeit man einfach verschwendet, indem man in dieses Haus reingeht und einfach ständig hoch und runter rennt und hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Okay. Was mich jetzt hier wundert, ist, dass mich die Dudes nicht boxen mit ihren Morgensternen, die sie da haben. Ja.
Mario! Ah, verdammt. So, zwei noch. Komm schon. Oh Gott. Dann muss ich wieder einen Hit hinnehmen, oder? Ne, muss ich gar nicht. Sehr gut. So. Sehr gut. Bling, bling. Jetzt können wir wieder in den fucking Keller laufen, Alter. Meine Güte. Halt, ich kann mir das Design-Meeting halt richtig vorstellen, wo sie so sagten, ja, so wie wir das gerade gemacht haben, sind die Spieler innerhalb von 2 Stunden durch und müssen das irgendwie strecken und dann einfach... Okay, und damit ist er dann auch verschwunden. Es ist einfach zu kurz, das Spiel, es ist zu kurz. Wir müssen es einfach auch irgendwie strecken und dann haben sie es einfach fucking tot designt, dass man die ganze Zeit hoch und runter rennen muss, um möglichst viel Zeit zu verschwenden, einfach. Oh, wirklich? Mario! Wirklich? Hey, bei einer fucking Zahl haut mir das Ding jetzt ab, Mann. Kotze, so hart, Alter. Oh Gott! Lass mich doch einfach nur dieses blöde Vieh einsaugen. Mario! Oh ja. Mario! Leg dich tiefer, Alter. Was zur Hölle? Es war brillant. Ja, total. War super geil. Einfach wieder mir durch 17 Räume geflogen ist, mir einfach mega auf den Sack ging. Mann! Das ist halt echt nicht lustig, so. Das ist einfach mega das Busy Work gerade, wo du einfach die ganze Zeit den scheiß Geistern hinterherläufst. So, mal gucken, in welchen Raum er jetzt verschwindet.
Ist er jetzt aufs Dach hoch verschwunden oder hier drin? Nein, okay, er ist hier. Oh Gott, danke. Okay, 8 Stück fehlen noch, die kriegen wir noch hin. Ich möchte sterben einfach. Mario. So, wir haben den hier drin, oder? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Holla! Du mit dem Schnurrbart, ja, genau du! Hey, was hältst du von meiner Vasensammlung? Ist sie nicht entzückend? So weit, so gut. Natürlich ist dieser wunderschöne Einblick nicht kostenlos. Ist dir doch klar, oder? Wenn du dir meine Vasen ansehen möchtest, musst du zuerst mit mir fertig werden. Okay. Das ist doch mal eine Ansage. Dann wollen wir mal sehen, wie oft du meine Wenigkeit mit dem Eis erwischst, Kollege. Schaffst du es, mich 7 Meilen zu frieren, hast du gewonnen, Capito? Aber wenn du verlierst, fliegst du 8-kantig raus. Jeppa, zeig's mir. So. Das Spiel ist aus, Kumpel. Kommen wir zur Auswertung. Du hast mich 7-mal erwischt, Kollege. Ich fass es nicht. Wie konntest du mich nur besiegen? Treibst du mir die Schamesröte ins Gesicht, du Oberlippenbärtbartträger? Offensichtlich bist du scharf darauf, in einer dieser Vasen zu landen. Nö. Gott, ich weiß nicht, in welche Richtung ich den Stick bewegen soll. Das war auf jeden Fall besser als alles andere, was ich bisher in diesem Spiel gemacht habe. So. Hey, Schlüsselklinge. Hey, Snowdream. So, das Tambourin. Schau, wie nervig der jetzt wird. Er hält sich in Grenzen bisher. So, 7 Stück noch. Ich war gerade verwirrt. Ah, okay, ich kann die Tür da unten aufmachen. Stimmt, ich erinnere mich wieder.
Aber warte, wir können natürlich fast traveln, weil... Da ist ein Spiegel. Sparen wir uns zumindest jetzt irgendwie 13 Minuten rumlaufen. Zeit sparen, immer gut. So. Ab in den Keller. Spielt sich das Remake gut auf dem 3DS. Zum 300. Mal. Die GameCube-Version ist besser von der Steuerung her, weil es einfach ein Spiel ist, das man mit zwei Sticks spielen muss. Auf dem New 3DS ist das zwar dann gut gemeint, aber aufgrund des kleinen Nubbels ist das halt super widerlich zu spielen. Man kann es machen, es geht. Ich meine, ich habe es jetzt fast durchgespielt, daher ist es möglich, aber es ist halt nicht wirklich angenehm, finde ich. Es hat sehr viel Fummelei teilweise mit drin und das finde ich ein bisschen doof. Wäre halt cooler gewesen, wenn sie es für die Switch gemacht hätten. Ansonsten, wenn du kein GameCube hast und es unbedingt spielen möchtest, ist es eine Investition, die man durchaus machen kann, aber einfach. Oh Gott. Wenn du ein GameCube hast, bist du mit dem Original eigentlich gut genug bedient. Außer du bist einfach unglaublich scharf darauf, das mit irgendwie einer zweiten Person zu spielen, weil du unbedingt den Multiplayer haben möchtest. Ups. Muss ich jetzt nicht den Fluss säubern irgendwie? Nee. Doch. Anscheinend schon. Diddle-diddle-im. Ah, guck mal einer an. Ey, 5 Boos fehlen uns noch, Mann. Auf jeden Fall besser als McDonald's. Oh, ich hätte mega Bock auf McDonald's jetzt. Gott. Buffer. Ach, du liebe Güte. Ja, er wandert halt super langsam durch die Tür. Und wie ich mein Glück jetzt kenne, rennt er halt auch schnurstracks in den Raum unter uns, wo wir jetzt reinkommen. Sehr gut, okay, dann ist alles cool. Oh Gott, ich komme nicht rüber. So, okay. Nein, er geht in den Raum. Mach die Tür auf. Das Einzige, was an dem Spiel cool ist, ist, dass es halt im 3D mega gut funktioniert. Weil, falls man jemand ist, der super krass oft in 3D spielt, ist das hier halt mega das gute Spiel. Gott, ich liebe diesen Geist. Er ist einfach der fantastischste Zeitverschwender der Welt. Ey, immer diese 300 HP-Geister, die durch 17 Räume fliegen. Jedes Mal wieder ein Spaß. Dabei möchte ich doch einfach nur Spaß haben. Warum wird mir das nicht gegönnt? Okay, jetzt fetzt er da wieder rein. Alter! Manu! Das nervt so doll. Mario! Er gibt halt auch einfach keinen Fuck, Alter. Er düst dann einfach von einem Raum in den nächsten. Jetzt fliegt er da raus und jetzt fliegt diese dumme Hure doch gleich wieder in diesen Scheißraum da rein. Weil es einfach furchtbar ist, Mann.
Ich möchte doch einfach nur das geschafft haben gerade. Mario! Pass auf, was wird er tun? Wird er nach links oder nach rechts fliegen? Oh, ich hasse einfach alles an dieser Situation hier gerade. Oh mein Gott. Mario! So, mal raten, wer jetzt nach links fliegt. Mario!